Weiter geht's mit diesem übelst spannenden Kampf bei Let's Play Mormon Smaragd. Okay, so spannend ist er auch nicht, aber ich wollte es etwas dramatischer gestalten. Im letzten Video bin ich leider nicht ganz damit fertig geworden, weil ich nicht wusste, dass die gleich 6 Stück haben. Und noch ein Roselia. Ach, es sieht ja hier ganz süß aus. Tja, leider entwickelst du dich hier noch nicht, sonst wärst du vielleicht eine gute Erweiterung für mein Team. Aber so eher nicht. Da zeigt Hanzumi mal wieder ihre Geschwindigkeit. Und dass ihre Angriffskraft leider nicht ganz ausreicht. Nein, vergifte mich nicht. Puh. Und jetzt ist der Kampf zu Ende. Und die Zuma erreicht Level 23. Fantastisch. Oh je. Sieht so aus, als hätte ich verloren. Hey, Pokémon. Seid ihr okay? Pokémon 1, 2 und 3. Nein, jetzt sind deine Pokémon nicht mehr okay. Oh, dieses Aroma. Es ist ein Pokénav. Wie bist du es registrieren? Okay. Mein Pokénav hat Aroma. Egal. Und noch mal Trainer, und da habe ich jetzt keine Lust drauf. Wenn ich schon kämpfe, dann in der Arena. Aber erstmal heilen wir unsere Mormon. Dun, 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 dun. So, da kann es jetzt eigentlich losgehen. Der dritte Orden ist zum Greifen nah. Nur noch ein paar Trainer und ein paar elektrische Barrieren hindern uns am Weiterkommen. Und weiterkämpfen Hanzumi und Izumi. Mit meinem Charme und den Attacken meiner Pokémon werde ich dich schockieren. Meine elektrische Seele, sie wird deine Träume zerschmettern. Wow, yeah! Wow. Ja, da war eine sehr positive Einstellung. Und Mediti und Fritzelblitz. Natürlich Fritzelblitz. Okay, Konfusion auf Mediti und Mudshot auf Fritzelblitz. Okay, ich wusste, für Mediti reicht's nicht, aber Fritzelblitz kriege ich bestimmt weg. So läuft das nun mal. Wer zu Anfang Hydropie genommen hat, ist in der Arena klar im Vorteil. Boah, Donnerschlag! Mediti kann... Hanzumi, gib's ihm zurück. Verdammt! Die tolle Pokémon-Fähigkeit hat nicht funktioniert. Oder kann Hanzumi nicht mehr? Hm, muss ich mal gucken. Und Hanzumi steigt auch wieder auf. Schön. Und nochmal Mediti. Oh nee. Mal gucken. Hanzumi. Dein bricht. Kopiert Spezialfähigkeiten. Okay, habe ich mich geirrt. Habe ich mich geirrt? Habe ich mich geirrt? Dann musst du halt paralysiert weiterkämpfen fürs Erste. Also war das schon mal kein Problem. Bleibt nur noch das kleine Mediti übrig. Das natürlich auch Konfusion kann. Aber das kann ich auch. Und das mal nicht zu knapp, mein Freund. Und wir haben das Doppelteam besiegt. Ich bin geschockt von deinen Kräften.
Overdrive the Electric Man! Ja, was auch immer du mir damit mitteilen möchtest. Zip! Okay, wen habe ich an erster Stelle? Hansumi, machen wir Izumi an erster Stelle. Und kümmern uns um Hansumis Paralyse. Cherry Belly! Hier ist deine Cherry Belly. So, der nächste Kampf. Diese Arena hat Puzzle! Sieht mehr aus wie Elektrizität. Ist das nicht spaßig? Okay, mit Elektrizität spielt man eigentlich nicht. Da kann man sich ganz schön wehtun, Kleiner. Ben Ben. Okay, Ben Ben, jetzt zeige ich dir mal, was ich so drauf habe. Leider nicht genug, um meinen Zickzack mit einem Schlag zu besiegen. Jetzt fang nicht so an. Komm schon. Nein. Ja, mach weiter. Mach weiter damit. Wegen dir verschwende ich nur Zeit, Kleiner. Aber gebracht hat's dir letzten Endes nichts. Und Gulpin. Was war nochmal Gulpin? Erstmal einen Sumi nehmen. Gulpin. Ach, du bist Gulpin. Dass das so komisch aussieht. Warte mal, Konfusion und dann ist es aus der Welt geschafft, das kleine Problemchen. Und Ben Ben wurde besiegt. Es macht keinen Spaß zu verlieren. Ne, allerdings nicht. Aber ich habe ja auch nicht verloren. Verdammt, ist wieder zu. Das ist nicht gut. So, und jetzt gibt es doch mal Doppelkampf-Action. Ich liebe kleine Objekte. okay. Ich habe mit... Und ich habe unter Walter trainiert. Ich werde nicht so einfach verlieren. Ach, Walter, ist das etwa der Arenaleiter? Muss kämpfen, ey. Muss kämpfen. Mein Gott, was ist mit dem Freak da los? Volbeat. Nee, Voltop. Ihr seid schon Volbeat. Voltoball und Illumise. Matschart auf Voltoball und Konfusion auf Illumise. Und nein, es kann Schockwelle, das ist schlecht. Puh, leider nicht ganz ausgereicht, aber vielleicht dockt das sich gleich selbst aus. Okay, drei Moor, was sind noch übrig? Magnetilo. Okay, Matschart bringt bei Magnetilo nichts, weil es eine Bodenattacke ist und Magnetilo die Fähigkeit Schwebe hat. Und Illumise, gibst du dir den Rest? Nee, natürlich nicht. Jetzt mal ehrlich, wie könntest du etwas so Süßes angreifen? Pling, und die Zumi steigt auf wie verrückt. Nur erlerne ich leider nicht mal eine neue Attacke. Beebeat. Volbeat, der hatte da so eine geile Stimme in diesem Pikachu-Vorfilm. Beebeat. Beebeat. Was? Nein! Hansumi! Mein kleines, niedliches... Oh, das gibt Rache. Das gibt furchtbare Rache, Magnetilo. Nein, da muss ich gleich erstmal zum Pokémon Center zurückwetzen. Geschieht dir recht, ey. Oh nein, Komori ist verwirrt, das geht doch nicht. Und es kommt Sternschauer dabei raus.
Hätte ruhig besser sein können. Und natürlich kann er ruckzuck heap. Was sonst? Na komm, ich will den Kampf doch schaffen. Gut, das wird jetzt der letzte Schlag. Zack und weg. Meine Augen, das ist alles ganz komisch. Okay. Ausgestöpselt und ausgeschaltet. Was für ein verrückter Kampf. So, ich muss jetzt mal zum Pokémon Center zurück und dann sehen wir uns im nächsten Video genau hier wieder. Bis dann.